sofort beginnen. So, du bleibst über, der bist schon längst aufgetreten. Los, 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 los. Da, schau dir das an. Sowas wollen die Leute sehen. Kinematographentheater. Lebende Fotografien. Na, lass man. In einem halben Jahr spricht kein Mensch mehr davon. 60 Kinofilme und 30 Fernsehproduktionen, dazu 6 Jahrzehnte Bühnentätigkeit und immer wieder die Arbeit als Hörfunk- und Synchronsprecher. René Deltgen war der erste Schauspieler aus Luxemburg und auch der berühmteste. Deltgen besuchte die Handelsschule, zeigte jedoch keinerlei Neigung für eine kaufmännische Laufbahn. Anlässlich einer Schulfeier beeindruckte er seine Zuhörer mit einem Vortrag der Ballade Der Todspieler und wird das erste Mal auf sein darstellerisches Talent aufmerksam. Eine Zeitungsannonce, in der die Schauspielschule der Vereinigten Stadttheater Köln einen 2-jährigen Lehrgang anbietet, veranlasst Deltgen 1927, sich um Aufnahme zu bewerben. Und er wurde angenommen. Er wurde zunächst als Eleve bei den städtischen Bühnen Kölns eingesetzt. Sein Durchbruch beim Film hatte er erst 1935 in Das Mädchen Johanna. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Du bist ein Narr. Habe ich dir nicht gleich gesagt, dass du niemanden finden wirst, der sich für Johanna einsetzt? Morgen früh wird sie verbrannt. Morgen früh. Ich finde, sie ist besser dran als ich. Sie darf sterben. Ich muss leben. Aber das ist doch Wahnsinn! Du hast sie verraten! Du hast sie damals in Rheinland schon bestellt verraten! Aus Angst, es könnte dir gleich nach ihr in den Kragen gehen! Verleugnet hast du sie! Du bist schuld, dass es so weit gekommen ist! Du, du! Du bist ein Dummkopf, wahrhaftig. Alles, was du kannst, ist das Dreinhauen. Und wenn es sein muss, das Sterben. Aber für eine Sache sterben, das ist nicht das Schwerste. Für eine Sache leben und handeln, ist viel schwerer. Karl. Karl. Ich möchte nicht an deiner Stelle sein. Wahrhaftig nicht. Ich nicht. Ich nehme mir die paar Getreuen, die mir noch geblieben sind bei Compiègne. Und mit denen reite ich nach Ruhr. Lieber sterbe ich dort. Deltgen etabliert sich als ungestümer junger Filmheld und wird von der UFA zielstrebig als Nachwuchsschauspieler aufgebaut. Im Namen Gottes befehle ich euch, eure Truppen gegen die Engländer zu wehren! Verwegene Abenteurer, aufbrausende Charaktere, wagemutige Artisten und betrogene Liebhaber zählten zu seinen Paraderollen. Auch in Luxemburg verfolgte man die Karriere des Film- und Bühnenschauspielers Deltgen mit großem Interesse. Noch steht Deltgen im Schatten großer Schauspieler wie Hans Albers oder Willi Birgel. Mit dem vor exotischem Hintergrund angesiedelten Film Kautschuk findet er 1938 zu seinem Typ eine gemäße Rolle. Junger Freund, haben Sie sich schon überlegt, was Sie hier anfangen wollen? Doch. Ich will mal versuchen, ob sich hier nicht eine anständige Pokerparty zusammenkriegen lässt. Nein, aber nun mal im Ernst. Ich glaube, ich kann Ihnen hier ein paar Reihen manchmal behilflich sein. Sehr freundlich, Mr. Beverly. Sagen Sie, haben Sie im Konsulat genaue Karten vom Oberlauf des Araguari? Des Araguari? Hm? Was wollen Sie denn da? Kleinen Ausflug im Urwald, 2-3 Monate. Ach, Kategorie 3. Abenteuerlustiger junger Mann sucht Urwaldromantik. Gummisamen. Aber ich könnte Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Ich könnte Sie als Verwalter auf einer Kakaoplantage unterbringen. Kakao. Den habe ich schon als kleiner Junge nicht gemocht. So, na, dann sehen Sie doch selber zu, wie Sie sich hier durchbeißen. Inzwischen als Clark Gable der UFA gehandelt, wird Deltgen 1939 neben Marianne Hoppe und Willi Birgel als trunksüchtiger Buschpilot für den Film Kongo Express eingesetzt. Kongastor, möchte gerne mit dir tanzen. Aber Renate, beweist doch, dass ich keinen Walzer tanzen kann. Schade. Aber tanz doch mit Victor, ja? Nein, nein, komm Renate, setz dich zu. Jetzt lass ihn nicht lange bitten tanzen. Ja.
Gaston, sieh dir. Gaston? Was hast du denn? Was ist denn los? Mit seinen Bemühungen an der Berliner Volksbühne schaffte Deltgen den lang ersehnten Sprung an eines der angesehensten deutschen Theater. Die Verpflichtung erfolgte auf persönliche Weisung von Dr. Goebbels, der den zeitweilig in Frankfurt am Main arbeitenden Schauspieler als von hauptstädtischem Format einstufte. Die Berliner Theaterjahre werden von immer zahlreicher werdenden Filmen begleitet. Nicht nur in finanzieller Hinsicht eine Verlockung, der Deltgen gerne nachgibt. Mittlerweile bewohnt er eine repräsentative Villa in Berlin-Dahlem. Der vielbeschäftigte Schauspieler ist mittlerweile auch Ehemann und Vater von drei Kindern. Im April 1939 wird Deltgen eine offizielle Ehrung zuteil. Obwohl nach wie vor Luxemburger Staatsbürger, wird er von Reichskanzler Adolf Hitler zum Staatsschauspieler ernannt. In »Achtung, Feind hört mit« von 1940 ist Deltgen als englischer Agent zu sehen, der in einem deutschen Rüstungsbetrieb Werkspionage betreibt. Sie! Bist du wahnsinnig geworden? Privat führte Deltgen zu jener Zeit ein zurückgezogenes Leben. In den letzten Kriegsjahren findet Deltgen wieder zu den Unterhaltungsfilmen zurück. Melodramen, Kriminalfilme, harmlose Liebesgeschichten gehören ebenso dazu wie Zirkusfilme, die sich für den Körper agierenden Schauspieler als ideales Themengebiet erweisen. Drei Pferde, ein Bär, Ziegenbock und drei junge Menschen. Das wäre alles. Ist nicht viel, aber es ist doch ein Anfang und wir werden etwas daraus machen, etwas ganz Großes. Zirkus Renz, was meint ihr, klingt das? Zirkus Renz, ich finde, das hat etwas. Zirkus Renz kommt, das muss klingen, das muss ein Ruf werden. Zirkus Renz kommt, das muss wie eine Fanfare wirken. 10 Wagen, 20 Wagen, 30 Wagen, eine ganze Karawane. Und Pferde, viele, viele Pferde, die schönsten Pferde, die es überhaupt gibt. Wir werden einen neuen Zirkus schaffen. 1944, in einem kleinen Städtchen, abseits der Babelsberger Filmstudios, finden Dreharbeiten zu der Fontane-Verfilmung Der stumme Gast statt. Deltgen spielt einen Gastwirt und Pelzschmuggler, der verdächtigt wird, den angeblichen Liebhaber seiner von Gisela Uhlen dargestellten Ehefrau erschlagen zu haben. Unmittelbar nach Kriegsende verdingt sich Deltgen als Küchenchef bei im Allgäu stationierten französischen Besatzungstruppen. Da erreicht ihn die Nachricht von einem in Luxemburg geplanten Prozess gegen ihn. Bis zu diesem Prozess war er ein paar Monate in U-Haft. Ende 1946 dann das Urteil. Deltgen wird mit einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren, 100.000 Franc Geldbuße und dem Verlust seiner luxemburgischen Staatsangehörigkeit belegt. Seine Gefängnisstrafe musste er aber dann doch nicht absitzen. In Luxemburg war er als Landesverräter verschrien. Der einzige Uferstar ist im westdeutschen Nachkriegsfilm zum Nebendarsteller geworden. 1952 erhielt er seine luxemburgische Staatsangehörigkeit zurück. 3 Monate vor seinem 70. Geburtstag verstarb er im Jahre 1979.